Guten Nachmittag. Jetzt habe ich es aber langsam satt. Ich habe durch einen lieben Freund einen Zeitungsausschnitt zugemeldet bekommen. Und zwar hier machte der ein Fragezeichen, derjenige. Ich weiß nicht, ob es der Freund war, aber jedenfalls fällt es auf. Wir gehen gleich nochmal drauf. Und ich sage mir, verdammt nochmal, wir dürfen nicht wieder wegschauen. Wir haben damals einfach weggeschaut, als wir den Idioten Raum gelassen haben. Die durften plötzlich sagen, was sie wollten, die durften plötzlich machen, was sie wollten. Und wir haben immer gesagt, ach ja, die sind ja nur ein bisschen doof, da wird schon nichts von passieren. Natürlich passiert da was, wir sehen es doch, wenn die Idioten in die Macht kommen. Idiokratie. So, verdammt, und da dürfen wir auch nicht wieder wegschauen, also machen wir was. Verdammt nochmal, wie komme ich drauf? Nicht bloß deswegen. Ich gehe jetzt gleich mal auf dieses Stückchen Plakat innerhalb des Fotos ein, denn das hat ja die Zeitung extra so hervorgehoben. Das war auf einer Demo gegen rechts. Ne? Naja, in Schwerin. So, das sei unser Plakat. Das werden wir dann, das wird wieder auf Info-K veröffentlicht, so damit die Farbgebung stimmt. Nicht damit damit irgendwelche Schriften vorgegeben werden, sondern ganz einfach, damit wir in eine bestimmte Richtung gehen. So, hier, um dieses Ding geht's. Wenn man es nicht richtig lesen kann, das müssen wir nicht veröffentlichen. Das war genug da. Waffenlieferung statt Diplomatie bringt uns nach rechts und dem Frieden nie. Also so ein Hauptsache reim dich, Hauptsache du reimst dich, sonst fresse ich dich. Ne? Das ist davon mal abgesehen. Aber wie kann man so einen Scheiß erzählen? Die verdrehen alles. Die verdrehen alles und wir lassen die wieder gewähren. Wir dürfen da nicht wegschauen. Wir müssen da entsprechende auch solche Gegenplakate machen und damit auf die Straße gehen. Nie wieder wegschauen. Dagegen kann sich keiner letzten Endes wären. Natürlich nicht. Wir schauen nicht mehr weg. Und wenn die Idioten da nicht wegschauen, wenn sie überhaupt was sehen, die sehen ja nur, was sie wollen oder was ihnen eingetrichtert wird, was sie sehen sollen. Aber das muss jetzt ein Ende haben. So, wie gesagt, auf Info-K, ne, hier ist die Startseite, ganz einfach gehalten. Wir kennen es ja, wir hatten damals wahnsinnige Erfolge damit. Und wenn ich den Flyer selber ausdrucken will, dann komme ich hier drauf und dann sehe ich, wahre Demokratie, niemanden ausgrenzen oder nie wieder wegschauen zum Beispiel. Oder wir nie wieder, wir machen alles platt und so weiter. Das kann man dann entsprechend auswählen. Auf dem Handy sieht es dann ein bisschen anders aus, aber letzten Endes, man kommt dann drauf, das ist alles da. Leute, und jetzt ran an die Buletten. Macht was. Wenn ihr auf die Straße geht, nehmt entsprechende Schilder mit, damit wir uns das nicht mehr gefallen lassen können. Wir können sehen, was wir wollen und die Idioten sollen sehen, was die können. Oder wenn sie überhaupt was können. Aber das ist wichtig für uns. Und auffordern und die anderen, die sowieso nicht viel sehen, die einfach mal mit der Nase draufstupsen. Ne? Zum Beispiel nie wieder wegschauen oder keinen ausgrenzen und so weiter und so fort, was das auch heißt. Na gut, so, genug geredet. Die Links müssten schon da sein, auch zu Info-K, auch zu unserem Forum. Im Forum kann man dann entsprechend ein bisschen freier diskutieren. Gut, also, alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.